Ja, ich habe mich natürlich erstmal gefreut, ja, dabei sein zu dürfen. Ja, natürlich haben mir die Fans auch dazu beigetragen, dass ich hier verlängert habe, weil die sind wirklich die weiten Auswärtsfahrten mitgefahren und alles. Es hat mich super gefreut. Und, ja, das war schon klasse. Jetzt Abenteuer Oberliga, zum ersten Mal in deiner Karriere, eine in der dritten Liga. Auf was Ja. freust du dich da am meisten? Ich habe mir erstmal vorgenommen, wieder so Gas zu geben wie letzte Saison, dass ich wieder meine Leistung noch steigere und einfach das gut, dass ich freue mich darauf, dass es wieder so gut harmoniert. So. Also ich würde mir wünschen, dass es gut harmoniert und mit der Mannschaft. Ich hoffe, dass wir wieder so eine tolle Mannschaft haben wie letztes Jahr und dass es alles so klappt. Persönliche Ziele für die Oberliga? Scorerpunkte? Mehr? Da habe ich mir jetzt, also mehr Tore als letzte Saison habe ich mir vorgenommen. Ob das machbar ist, ist die andere Sache. Ich will auf jeden Fall meine Leistung steigern, das ist mein festes Ziel. Hast du schon irgend so einen Wunschgegner, auf den du gerne mal treffen würdest in der Auf Oberliga? Essen freue ich mich, weil das Stadion immer voll ist, wenn wir gegen Essen spielen. Ich würde mich freuen, wenn wieder genauso viele kommen würden wie letzte Saison, dass ihr uns wieder so anfeuert und wieder so eine gute Stimmung macht und euch wieder Schönes einfallen lasst, weil das hat auf uns wirklich sehr positiv gewirkt, dass wir da was zurückbekommen von den Fans und das hat mir auch nochmal richtig Mut gegeben für die kommende Saison, da nochmal zu verlängern.